Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Wochenbettvorbereitung gehen. Das werde ich so oft gefragt in meinen Hausbesuchen. Was brauche ich eigentlich für Binden, was für Netzhöschen, Stilleinlagen oder was hast du überhaupt zu Hause benutzt? Und genau darüber sprechen wir jetzt. So, als erstes Binden. Also, ihr braucht auf jeden Fall 1 bis 2 Packungen große Binden oder Vorlagen, werden die ja auch häufig genannt. Die sind wirklich dann zum Teil auch so lang. Aber die braucht ihr auch in den ersten Tagen, weil die Blutung in den ersten Tagen nach der Geburt überregelstark ist. Danach wird es meist häufig besser. Also viele Frauen fragen mich auch, hey, ist das normal, dass die Blutung jetzt gar nicht mehr so doll ist? Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass das jetzt die ganze Wochenbettzeit so geht. Nein, der Wochenfluss verändert sich die ganze Zeit. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger, mal pausiert er auch mal ein paar Stunden und dann kommt er aber zurück. Und mal ist er mal so richtig blutig, dann ist er mal eher so bräunlich, ein bisschen dunkler oder dann auch mal so ein bisschen orangefarben. Gar nicht ungewöhnlich. Das ist ja einfach von der Wunde in der Gebärmutter, das Wundsekret, was dort abfließt, und das ist einfach unterschiedlich und verändert sich. Genauso ist das mit den Vorlagen. Einige Frauen brauchen diese großen Vorlagen länger oder benutzen sie auch in der ganzen Wochenbettzeit. Ich persönlich mochte das nicht so gerne, weil die halt wie gesagt so lang waren. Ich habe mich immer so ein bisschen wie gepampert gefühlt und brauchte die auch nach 2 Wochen ungefähr nicht mehr. Deshalb bin ich dann auf kürzere Modelle umgestiegen. Wichtig eben dran denken, wenn ihr die Wochenbettbinden kauft, die sollten duftfrei, parfümfrei sein, also nicht irgendwie parfümiert sein. Das kann einfach auch dann die Scheide, die Schleimhäute, alles reizen. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Dann zu schauen, dass sie nach Möglichkeit aus natürlicher Baumwolle sind und mit möglichst wenig Klebeanteilen. Es gibt auch welche ganz ohne Klebeanteile, das ist auch gut. Mich hat daran immer gestört, dass sie in der Unterhose dann immer so verrutscht sind. Also von daher habe ich die mit wenig Klebeanteilen genommen. Und da müsst ihr euch echt mal so ein bisschen durchprobieren, welche euch ganz gut gefällt und welche euch nicht so gut gefällt. Ich hatte die von Hartmann, Samu heißen die. Und die waren ein bisschen kürzer, aber dafür ein bisschen breiter und ein bisschen flacher. Nicht ganz so dick, die Größe. Midi. Es gibt die nämlich auch in verschiedenen Größen, aber es gibt mittlerweile super viele Anbieter für Wochenbettbinden, also schaut euch da auf jeden Fall mal um. Und danach habe ich eine Packung so normale Binden gekauft, super plus normal, die waren dann so, das ging auch ganz gut dann für eine Zeit, und irgendwann bin ich dann auf Slip-Einlagen umgestiegen. Wie gesagt, wichtig, dass sie immer duftstofffrei sind nach Möglichkeit und halt aus natürlicher Baumwolle. Dann das nächste, Netzhöschen. Ich habe sie geliebt, also die dehnen sich ja so, viele kennen die halt von OPs, und ich fand es super angenehm, weil die einfach so, ich konnte die so über den Bauch ziehen, der ja nach der Geburt auch noch da war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas Reibung erzeugt an den Geburtsverletzungen oder so. Das war halt auch sehr angenehm. Und wenn ich doch mal nebenher geblutet bin, gerade in den ersten Tagen auch in der Klinik, habe ich die an der Seite aufgerissen, weggeschmissen, und dann war das irgendwie echt so vom Tragekomfort ganz angenehm. Deswegen habe ich die in den ersten 2, 3 Wochen zu Hause auch noch getragen. Und dadurch, dass sie so durchlöchert sind, kommt da halt auch ganz gut Luft dran. Also die Luft kann gut zirkulieren. Auch bei einer Kaiserschnittnarbe sagen viele, dass es angenehm ist, weil man es wirklich hier hochziehen kann. Wenn ihr normale Unterwäsche benutzt, das könnt ihr machen. Wichtig ist atmungsaktive Materialien, dass es nicht einschnürt, dass es keine Reibung macht an Geburtsverletzungen, dass ihr da wirklich drauf achtet, gegebenenfalls euch halt ein bisschen größere Unterwäsche auch zu besorgen und immer mal wieder zwischendurch Luft dran lassen. Also egal, ob Netzhöschen oder normale Unterwäsche, euch immer mal wieder abends auch gerne aufs Bett legen, ein bisschen Luft an die Geburtsverletzungen lassen, also euch auf den Rücken legen, die Beine so ein bisschen zur Seite fallen lassen und einfach mal so ein bisschen Luft dran lassen. Handtuch drunter oder so eine Einmalwickelunterlage, und genauso mit der Kaiserschnittnarbe, auch die gerne immer mal wieder lüften, ne? Wirklich Hose aus und dann, dass hier mal so ein bisschen Luft dann an die Narbe kommt. Das nächste ist Po-Dusche. Es wird so oft empfohlen, es ist aber auch wirklich Gold wert. Also egal ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt, das ist total angenehm einfach für die Hygiene. Packt euch die auch schon in eure Kliniktasche ein, dann könnt ihr die auch schon in der Klinik auf jeden Fall verwenden. Und dann kann man das wirklich bei jedem Toilettengang, muss es aber auch nicht bei jedem, kann es auch ab und zu machen, verwenden. Das ist so für die Hygiene ganz angenehm. Auch bei Geburtsverletzungen kann das ganz angenehm sein. Testet das einfach mal aus. Manche sagen, oh nee, ich will mir nicht extra so ein Teil kaufen. Dann könnt ihr natürlich auch einen Messbecher oder ein Glas Wasser nehmen und immer mal wieder so den Intimbereich damit benetzen, also so übergießen. Das kann auch angenehm sein, wenn man gerade am Anfang bei Geburtsverletzungen so ein bisschen Probleme hat, Wasser zu lassen, weil das so brennt. Dann hilft das auf jeden Fall auch. Also so eine Po-Dusche würde ich mir auf jeden Fall mal zulegen. Dann für die Geburtsverletzung, wenn die schmerzen sollten, wenn ihr das Gefühl habt, boah, die sind irgendwie geschwollen,
ich würde die gerne ein bisschen kühlen. Dann kann man sich schon zu Hause was vorbereiten. Entweder macht ihr euch so ein paar Eisbinden wirklich im Kühlschrank. Ihr nehmt euch so ein, zwei, drei von diesen großen Vorlagen, die ihr gekauft habt vorher, haltet die unter den Wasserhahn, tränkt die schön mit Wasser. Manche machen da noch so Essenzen mit drauf. Man kann da Arnika mit drauf machen und alles Mögliche. Und dann tut man das in den Gefrierbeutel und dann ins Eisfach. So kann man die Binden machen. Man kann auch Eiskondome machen, dass man einfach ein Kondom mit Wasser füllt und ins Eisfach tut. Auch bitte in so einen Gefrierbeutel und nicht irgendwo einfach so ins Eisfach legen, neben die Erbsen oder so. Dann klebt das da fest, dann ist das halt nicht so hygienisch. Ne? Oder ihr könnt die Kondome auch im Kühlschrank legen, weil Kühlschrank kühl ist eigentlich die bessere Temperatur zum Kühlen. Nicht, dass ihr euch eure Geburtsverletzung verkühlt oder die Kaiserschnittnarbe. Da muss man echt vorsichtig sein, weil das kann die Wundheilung auch dann negativ beeinflussen. Von daher immer lieber Kühlschrank kühl oder halt dann, wenn ihr so eine Eisbinde habt, wirklich die einwickeln in ein Tuch, also niemals irgendwie auf die nackte Haut legen. Ganz, ganz wichtig. Manche kaufen sich auch so kleine Gel-Kühlpacks, die kann man auch verwenden. Oder es gibt mittlerweile auch schon so fertige Binden zu kaufen, die man immer wieder verwenden kann, mit auch so kleinen Überziehern aus Papier oder Zellstoff ist das dann. Das ist ganz angenehm. Dann könnt ihr damit nämlich die Geburtsverletzung kühlen. Aber wie gesagt, nicht auf die nackte Haut legen. Bitte immer nochmal was drum herum legen und lieber Kühlschrank kühl als aus dem Eisfach. Diese Binden übrigens, die man in den Kühlschrank tun kann, die dafür vorgesehen sind, ich glaube, die heißen Thermobinden, die gibt es auch in der Drogerie mittlerweile. Dann, wenn ihr stillen wollt, Stilleinlagen. Kauft euch erstmal nur eine Packung und guckt mal, wie ihr damit zurechtkommt. Es gibt ja einmal Stilleinlagen, es gibt mittlerweile waschbare Stilleinlagen. Zu Beginn empfehle ich immer diese einmal Stilleinlagen, die man häufig einfach auch austauscht und wechselt, weil viele Frauen ja zu Beginn auch Probleme mit wunden Brustwarzen haben und um dort einfach die Hygiene zu wahren, kann es von Vorteil sein, die wirklich sehr regelmäßig zu wechseln und später dann könnt ihr auf jeden Fall auch auf waschbare umsteigen. Manche machen es auch von Beginn an. Es kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen drauf an. Manche Frauen haben ja auch gar keine Probleme mit wunden Brustwarzen, aber ich fand es mit den Eimerstilleinlagen so am Anfang, um das so ein bisschen erstmal zu schauen, wie entwickelt sich das, wie ist es mit meinem Brustwarzen, ganz angenehm und da würde ich mich durchprobieren, weil da gibt es krass viele und einfach auch unterschiedliche Vorlieben. Die ich besonders gerne mochte, gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Also schaut da einfach mal. Es gibt welche, die sind wirklich so Handteller groß. Es gibt welche, die sind ein bisschen kleiner. Ich mochte lieber ein bisschen kleinere, ein bisschen dickere, weil meine Brust gar nicht so groß ist und die dann die großen immer hier oben so rausgeguckt haben aus dem BH. Das fand ich doof. Und irgendwie, es gibt dann diese ganz flachen, das finden auch viele sehr angenehm. Ich mochte die dicken ein bisschen lieber. Ihr seht es, man muss es austesten. Also kauft euch nicht zu viele, testet erstmal welche aus und dann schaut mal, womit ihr gut fahrt. Ein, zwei Still-BHs, Still-Tops, Still-Bustiers, Sport-BHs, wenn ihr sowas zu Hause habt, gerne in einer Größe größer und mit 5 cm mehr Umfang. In der 36. Woche habe ich die immer gekauft, also ein Körbchen größer, als ich dann gerade hatte und mit 5 cm mehr Umfang. Dann haben die nach der Geburt erstmal gepasst und wenn dann die Brust so nach dem Milcheinschuss so ein bisschen abgeschwollen war, dann kann man die ganz gut vermessen, dann kann man auch gucken, was brauche ich. Ne, was ist für mich am besten? Mag ich das gerne, wenn man den BH hier vorne aufmachen kann? Mag ich das gerne, wenn man den hier oben aufmachen kann? Mag ich das gar nicht? Klappe ich das lieber so runter? Manche kann man auch hier an der Seite aufmachen. Also es gibt ja 100.000 verschiedene Varianten. Von daher nicht so viel einkaufen. Erstmal nur so vielleicht einen günstigen oder zwei, den ihr mitnimmt in die Klinik und dann mal schauen, was ihr so braucht. Dann, um die Brust zu kühlen beim Milcheinschuss oder auch wenn mal Milchstau da ist, ist es immer sinnig, Quark im Haus zu haben, Kohl im Haus zu haben. Also eins von beiden oder beides auch. Oder diese Thermoperlenpads für die Brust, auch immer schön. Wobei ich finde, wenn es wirklich so ist, dass die Brust doll geschwollen ist, helfen einfach Kohl und Quarkwickel noch ein bisschen besser. Ich habe immer das Gefühl, das zieht noch mal so ein bisschen mehr in die Haut ein. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon zu Hause hinlegen. Gerne den Kohlkopf schön dann in den Kühlschrank tun. Quark natürlich auch. Dann kann man die Wickel machen, entweder mit so Molton-Tüchern, Spucktüchern oder halt auch zwischen Zebertücher den Quark machen. Den Kohl legt man ja so auf die Haut, den ritzt man so ein. Dazu habe ich aber auch ein Video, das kann ich euch hier auf jeden Fall nochmal verlinken. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, dann schaut auch unbedingt hier bei unserem Kursprogramm vorbei. Ganz wichtig, Snacks für den Alltag. Ihr braucht es, es ist wichtig. Einfach, man ist wirklich ja viel, viel häufiger wach als vorher, meistens ja so alle 2 Stunden oder manchmal noch häufiger. Das ist einfach alles ultra anstrengend und zehrend, egal ob stillen oder nicht stillen. Versorgt euch gut, ne? Stellt euch wirklich immer ans Bett oder wo ihr euch aufhaltet, auf dem Sofa, immer irgendwie so eine kleine Schüssel hin mit Nüssen, mit Snacks, mit Crackern, Proteinriegeln, was ihr gerne essen könnt, was ihr gerne nebenbei auch essen wollt und auch immer irgendwie so eine Karaffe mit Wasser oder so. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, dass ihr immer ordentlich viel Flüssigkeit wirklich zu euch nehmt, also ausreichend trinkt. Dann
Meal Prep, einfrieren, 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 einfrieren. Also ich würde wirklich schauen, dass ihr, wenn ihr kocht, für mehrere Tage kocht. Ich habe das geliebt, gerade Aufläufe oder sowas kann man ja super gut dann auch ein paar Tage nacheinander essen. Und ich war immer so dankbar, wenn ich nichts kochen musste. Also wenn euch das entspannt, alles gut und ihr euch gut dahinstellen könnt. Ich hatte da nicht die Ruhe für. Und wenn dann Marlene mal geschlafen hat, war ich einfach happy, wenn ich auch mal irgendwie was für mich machen konnte oder einfach mitgeschlafen habe. Also von daher, kocht für mehrere Tage, friert ansonsten auch echt ein. Man kann ja auch alles Mögliche mittlerweile einfrieren. Also auch Kuchen und Waffeln habe ich eingefroren und ich weiß nicht was alles. Das war echt gut. Macht das unbedingt, weil das erleichtert euch an stressigen Tagen den Alltag. Und dann Leute, noch ein Tipp von mir. Ich werde so oft gefragt, Laura, hast du eigentlich ein Bauchgurt getragen? Empfiehlst du das und so weiter? Nein, ich habe keinen Bauchgurt getragen. Ich habe immer Angst bei den Bauchgurten, wenn man die zu fest macht, dass sich das Gewebe unten oder oben irgendwo Platz macht, weil man ja auch noch in der Regel eine Rektusdiastase hat. Das heißt, dass die geraden Bauchmuskulatur ja einfach zur Seite weicht. Und da kann natürlich dann auch Gewebe sich Platz machen, wenn man das zu eng macht. Und dann kann es kontraproduktiv sein. Zudem ist zu viel Druck auf dem Bauchraum auch nicht gut, weil das einfach auch nach unten drückt und Druck auf den Beckenboden macht. Aber wisst ihr, was ich richtig angenehm gefunden habe? Weil ich habe mich auch so ein bisschen verloren gefühlt nach der Geburt. Alles hat noch so hin und her gewackelt, der Bauch war noch sehr groß und irgendwie habe ich mich nicht so richtig sicher gefühlt. Also meine Mitte war nicht so richtig gestärkt und der Halt hat mir so ein bisschen, die Stabilität im Alltag gefehlt. Und was ich richtig gut fand, war so Kompressionsunterwäsche. Ich habe ganz normale Kompressionsunterwäsche gekauft, nichts Schwangerschafts-Wochenbettbezogenes, sondern wirklich so ganz normale 0815 in einer Größe größer. Und zwar so ein Höschen, mit so, was so bis hier nach oben ging, also bis unter die Brust. Das fand ich super angenehm, weil das hat mir hier einfach die Stabilität gegeben. Es war nicht die Gefahr, dass irgendwo was rauskommt. Und es darf natürlich nicht zu fest sein, es darf nicht einschnüren und so weiter, weil das kann dann kontraproduktiv sein, auch für euren Beckenboden. Aber das hat mir richtig gut Stabilität im Alltag gegeben, fand ich sehr, sehr angenehm. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, was bei euch nicht fehlen durfte. Schaut doch unbedingt in dieses Video hier rein zu den ersten Wochenbett-Tipps. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder.